Hallo meine Lieben zu einem neuen Video. Heute gibt es meine Neuzugänge für die letzten, ich glaube, 2 Monate, 1,5 Monate. Es ist ein bisschen was bei mir eingetrudelt, eingezogen und zu Weihnachten gab es auch noch ein bisschen was und das möchte ich euch gerne zeigen. Anfangen möchte ich allerdings gerne mit einem Tee und zwar ist der von Salus. Das ist ein Kräuterfrüchtetee Golden Balance. Das ist ein grüner Tee und den hatte ich heuer in meinem Adventskalender drin. Ich bekomme ja von meinem Freund immer einen Tee-Adventskalender und da suche ich mir meistens immer ein oder zwei Sorten aus, die mir besonders gut geschmeckt haben. Und heuer war das der Golden Balance, der war nämlich sehr, sehr gut. Den darf man wirklich nur ganz kurz ziehen lassen, also maximal 2 Minuten, weil sonst wird er extrem bitter. Aber wenn du wirklich darauf achtest, die nur 1-2 Minuten wirklich in heißem Wasser ziehen zu lassen, ist der wirklich ganz, ganz mild und ganz, ganz lecker. Ja, das war's mit Tee. Dann geht's jetzt mit Büchern weiter. Und zwar habe ich Sophie Kinsella, Kein Kuss unter dieser Nummer. Das habe ich euch ja im Dezember-Video schon gezeigt. Das habe ich schon gelesen. Jetzt möchte ich es euch doch nochmal zeigen als Neuzugang quasi. Ich habe es jetzt noch nicht in die Kamera gehalten. Und ist aus dem Goldmann Verlag, habe ich wie gesagt schon gelesen, hat mir wahnsinnig gut gefallen, aber die Rezension wird es dazu in den nächsten Wochen irgendwann mal geben. Ihr müsst mal die Augen offen halten. Dann haben wir von meiner Schwiegermutter bekommen Dark Shadows, ein Tim Burton Film mit Johnny Depp. Ich glaube, das ist eine Vampir-Satire. Ich weiß es nicht sicher, wir haben ihn noch nicht angeguckt. Ich hoffe, der spiegelt jetzt nicht so sehr mit der Lampe. Aber ich bin mal gespannt. Wird hoffentlich jetzt dann bald folgen, dass wir ihn mal gucken können. Weiter ist bei mir eingezogen, das habe ich gewonnen bei der lieben Antje. Ich weiß aber nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe. Also im Lesemonat auf jeden Fall, im Neuzugänge-Video weiß ich nicht. Und zwar Rick 1, wie man seine durchgeknallte Familie überlebt. Das ist ja ihr... da gibt es ja glaube ich schon 8, 9, 10 Teile. Was ganz nett ist für zwischendurch, aus dem Koppenrad Verlag ist dieses Buch und für zwischendurch war das wirklich, wirklich nett. Ja, dann war ich bei, wann war denn das? Mitte Dezember war ich bei Weltbild, als ich noch auf meinen Zug warten musste und noch eine halbe Stunde Zeit hatte nach dem Stall, habe ich mir bei Weltbild 3 Bücher gekauft und zwar einmal von Julia Sander, Schmusekatze, Jungledig sucht. Das ist jetzt aus dem Weltbild Taschenbuchformat oder im Weltbild Taschenbuchformat. Ich mag Weltbild total gerne, was die Cover oft anbelangt. Also das finde ich wirklich schön. Die haben so nette Cover oft. Auch dieses war definitiv ein Coverkauf, definitiv. Die Story an sich ist halt, ich denke mal, so ein Frauenroman. Chicklet wird auch demnächst auf jeden Fall gelesen. Klingt wahnsinnig süß und ich bin gespannt. Ja, hier geht es auf jeden Fall um eine Freundin, die eine Kontaktanzeige für eine Freundin aufgibt und die landet nicht unter sie sucht ihn, sondern unter Tiere gemischtes und dann wird eine Katze erfunden. Ja, und was ganz Nettes für zwischendurch, gerade als Katzenfan für mich natürlich ideal, denke ich mal. Weiter habe ich mir hier noch gekauft Sebastian Fitzek, das Kind, ein Psychothriller, auch im Weltbild-Taschenbuchformat. Tut mir leid, dass ich mich da oben kratze, irgendwie juckt es mich da. Ich habe so trockene Haut zur Zeit wieder jetzt. Wenn dieses Wetter so feucht kalt wird, ist meine Haut so trocken und das juckt dann immer. Das Kind habe ich mir mitgenommen, weil es ja zugegebenerweise relativ günstig war, 5,99 €. Und ich von Sebastian Fitzek noch nichts gelesen habe. Ich habe mir zwar sagen lassen, dass das Kind jetzt nicht gerade sein Paradebuch ist, aber ich dachte mir, wenn es schon verfilmt wird, kann es ja nicht so schlecht sein. Werde ich jetzt auch definitiv bald lesen. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich, wie gesagt, von Sebastian Fitzek, ich finde den Namen schon immer so toll, das klingt so schön, Sebastian Fitzek, dieses Fitzek, ich finde das klingt irgendwie schön, eben noch nichts gelesen habe und dementsprechend habe ich mir jetzt einfach das Kind ausgesucht und ich bin gespannt. Und als drittes habe ich mir bei Weltbild dann noch gekauft vom Rororo Verlag, Happy Family, mein 30. David Saphir Buch, ich darf nicht immer David sagen, David Saphir Buch. Ich habe auf das Taschenbuch gewartet, weil ich alle 3 anderen auch als Taschenbuch habe und ich einfach immer schöner finde, dass die zusammenpassen. Das ist jetzt wie bei Mu, wobei ich mir Mu wahrscheinlich nicht kaufen werde, auch wenn ich David Saphir sehr gerne mag. Aber Mu ist ja so eine Tierstory mit Kühen und so
und sowas lese ich nicht gern. Ich mochte auch Grenkel überhaupt nicht, wo es quasi um die, ja, um hier die Schafe ging. Sowas lese ich nicht gern. Da kann ich mich irgendwie nicht so drauf einlassen. Deswegen werde ich mir Mu wahrscheinlich nicht kaufen. Aber Happy Family hat mir sehr gut gefallen, hat auch einen kleinen Wasserschaden in der Badewanne erleiden müssen. Aber hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Dann habe ich von meinem Freund bekommen, jetzt zu meinen 1200 Abonnenten, kriege ich ja immer von meinem Freund zu allen 100, vollen 100 Abonnenten etwas. Da habe ich jetzt Arno Strobel, der Trakt, als Hörbuch. Den höre ich jetzt auch im Moment. Ich bin jetzt bei CD 4. Bisher gefällt es mir sehr gut. Bisher finde ich es total undurchdringlich. Also ich habe noch keinen blassen Schimmer, um was es in diesem Buch geht. Werde jetzt dann auch, nachdem ich dieses Video gedreht habe, weiterhören, weil ich doch jetzt schon sehr gespannt bin, wie das jetzt alles endet, weil ich es mir bisher eben, wie gesagt, nicht erklären kann. Ja, dann habe ich von meinem Freund zu Weihnachten bekommen ein Buch, und zwar von Chevy Stevens, Never Knowing, Endlose Angst. Da gibt es ja schon Still Missing. Ich habe von diesem Buch nicht so viel Gutes gehört, aber ich werde mich jetzt mal überraschen lassen. Es ging eigentlich darum, ich war mit meinem Freund an Heiligabend einkaufen und dann standen wir an der Kasse. Ihr wisst ja selber, Heiligabend geht ja die Welt unter. Und da waren wir natürlich dementsprechend lange an den Kassen gestanden, und bei mir ist es immer gefährlich, wenn man dann vor diesem Bücherregal steht, was es ja bei Edeka zum Beispiel gibt. Und mein Freund sagte zu mir: Hast du irgendeinen Buchwunsch? Und dann habe ich halt gesagt, ja, das und das. Also eigentlich im Prinzip alle. Und er hat dann irgendwie, fragt mich nicht wie, ein Buch in den Einkaufswagen geschmuggelt und dann aufs Band und dann ins Geschenkspapier daheim, ohne dass ich davon irgendwas mitbekommen habe. Also ich habe es wirklich nicht gerafft. Und dementsprechend habe ich mich natürlich gefreut. Und ja, bin gespannt darauf, also wie auf eigentlich alle Bücher. Ein Buch habe ich jetzt schon gelesen, und zwar von Sylvia Day, Crossfire, Versuchung. Will ich noch nicht so viel dazu sagen, ist noch nicht erschienen, wird die Rezension am 14. Januar, denke ich mal, geben. Also da solltet ihr gespannt darauf sein. Ihr könnt bei Amazon mal schon mal gucken, um was es geht. Ganz tolles Buch, kann ich schon mal jetzt empfehlen. Solltet ihr euch schon mal auf die Liste setzen für die Bücher, die ihr euch unbedingt kaufen solltet. Aber Näheres gibt es in der Rezension am 14. Januar. Ja, und dann noch das letzte Buch, und zwar von Lola J. Was fehlt, bist du? Ein Roman im Wunderlich Verlag erschienen. Wie ich finde, ein traumhaft schönes Cover, wenn ihr das sehen könnt. Ich finde es ganz, ganz toll. Da bin ich schon sehr gespannt. Es ist ganz interessant aufgemacht. Die Schrift ist nämlich rot. Nicht schwarz, sondern rot. Ich bin da schon. Paul, hör auf. Da bin ich schon sehr gespannt. Da geht es irgendwie um Adoption, um ja, die Zeit oder die Frau, die adoptiert wurde, und dann trifft die ihre Mutter. Und also auf jeden Fall drei Frauen, drei Leben, drei Schicksale steht hier hinten drauf. Also da bin ich schon sehr gespannt darauf. Und das Cover, oh, ich finde es einfach nur toll mit diesem Klappschmoen. Ich liebe es. Ich liebe es. Ja, und dann noch einen Neuzugang, aber ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Und zwar von Nicolas Barrot, Das Lächeln der Frauen. Aber ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt, ist aber auch egal. Ist auf jeden Fall das Buch, was ich im Moment lese. Ich habe gestern begonnen, bin jetzt auf Seite 176 und finde es, ja, ich kann es nicht anders sagen, grandios. Ich finde es so toll. Es liest sich weg wie warme Semmeln. Ja, genau, so. Nee, es ist wirklich toll. Es macht mir Spaß. Ich freue mich, es weiterzulesen. Ich werde auch definitiv heute den Fernseher auslassen und dafür lesen. Und ich hoffe, ihr kommt auch zum Lesen, und wünsche euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!